Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Willkommen in der Rubrik, mir passiert riesige Scheiße und ihr dürft davon profitieren. Der Lupo. Ja. Wie man hier unten sieht, es ist ein Schaltfahrzeug. Wie man hier sieht, ist nichts mit Kupplung. Kupplungsseil gerissen. Ist ja ein Umbau. Gibt's ja so auch nicht. Gott sei Dank das Kupplungsseil gefunden, aber noch nicht eingebaut. So, was machen wir jetzt, wenn wir kein Kupplungsseil mehr haben? Nein, wir rufen nicht den ADAC. Wir haben jetzt den ersten Gang eingelegt. Wir können damit losfahren. Nochmal runterschalten. Dritter. Vierter. Also, man kann auch mit einem Fahrzeug, das keine Kupplung mehr besitzt, beziehungsweise keine Kupplungsbetätigung, wenn sie rutscht, ist natürlich blöd. Wenn die Kupplungsbetätigung kaputt ist, natürlich kann man damit weiterfahren. Erster Gang, starten. Ruckelt vielleicht ein bisschen, aber ihr kommt weiter. Ja. So, jetzt sind wir im vierten Gang. Jetzt schalten wir zurück. Wir gehen den Gang raus. Zweiter. Dritter. Die Drehzahlen müssen einfach passen. Ihr müsst das im Gefühl haben. Mein Vater hat immer gesagt, wer ein Auto ohne Kupplung nicht fahren kann, sollte es am besten gleich lassen und Automatik fahren. Ja. Wenn man ungefähr die Schaltdrehzahlen im Kopf hat, kann man ein Fahrzeug auch ohne Kupplungsbetätigung komplett ohne Kratzen bewegen. Das geht durchaus. Ja, nur mal so als Tipp am Rande. Ne? Ja, und wo wir schon mal beim Thema sind, wir sind auf dem Grundstück, wo ich jetzt schraube. Dort befindet sich der Landy. Kupplungsseil gerissen. Da ist das Neue. Manuell einstellbar, nicht das Automatische. Die Automatischen machen mich wahnsinnig. Das funktioniert mal so gar nicht. So, wie man sieht, ich musste einkaufen, weil ich besitze nicht ein bisschen Werkzeug mehr. Kein Witz. Kleine Einblendung. Ja, in der Nacht zum Montag. Montag sollte der Golf da abgeholt werden. Montag hat ein Bekannter zugesagt und war auch schon Gewehr bei Fuß, die Werkstatt komplett auszuräumen. Wie gesagt, ich bin da nicht mehr. Ganz lange Geschichte, macht jetzt auch keinen Sinn, das hier zu erzählen. Ist auf jeden Fall ein riesiger Schwachsinn passiert. Ja, und in der Nacht, irgendjemand hat aus dem Inneren des Hauses die Kamera abgeschaltet, die diese Garage-Werkstatt abgesichert hat. Und ja, 3.30 Uhr ging die Feuerwehrmeldung rein, hat mir die Feuerwehr gesagt. Beziehungsweise der Freund von Friederike hat das gesagt. Und ja, laut Mitteilung, wie mir das gesagt wurde, hat die Elbtalelfe Privatsphäre nötig gehabt und hat einfach mal die Kamera abgeschaltet, die 6.000 Euro Werkzeug und ein 4.000 Euro Golf abgesichert haben. Ja, herzlichen Glückwunsch dann auch. Ne? Das ist wirklich galoppierende Dummheit. So. Und irgendwer musste aus purem Egoismus, statt die
Kamera-App auf das eigene Handy zu übertragen und damit zu überwachen, die Kamera abschalten. Ich könnte kotzen, Leute. Ich besitze nichts mehr. Mein neuer Kompressor ist weg. Mein komplettes Handwerkszeug, die neuen Sponsorenkisten, hier so rote Kisten wie da liegen, ne? Dieselkompressionsmesser, normaler Kompressionsmesser, Druckverlusttester. Das sind teilweise auch keine Sponsorensachen mehr gewesen. Weg. Hier aus dem Lupo fehlt der Programmierlaptop. Wahrhaftig, der Programmierlaptop. Ich habe den Wagen noch programmiert und das lag da drin. Ich bin an den Wagen nicht rangekommen. Wie gesagt, lange Geschichte dahinter, ist auch völlig irrelevant. Der Wagen stand da, ne? Und der Laptop ist weg. Ja, herzlichen Kühlschrank. Vor allen Dingen das Connector-Kabel, der Multiplexer, also quasi das Ding, was sich mit dem Auto unterhält. Das Programm da drauf kostet 1500 Euro. Ihr könnt euch mal umschauen, wie viel diese Dinger kosten. Die Programmierlaptops für Tuning und sowas alles in der Richtung. Ne? Gerade erst gekriegt, das Ding. Aus diesem Auto rausgeklaut. Es war hier drin, das weiß ich. Ich habe den programmiert und habe den liegen lassen. Noch einige andere Sachen aus den Autos sind weg. Das, ja, wenn ihr das Video seht, sitze ich mit Friederike. Der brennende Golf davor übrigens ist ihrer, ne? Ihr erinnert euch, wo der stand, ne? Sitze ich mit Friederike zusammen beim Anwalt. Irgendjemand bezahlt jetzt dafür. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze restlos voll. Wenn galoppierende Dummheit im Umlauf ist, ne, habe ich keine Lust, dass die mich immer trifft. Ich habe mir jetzt eine Erstausrüstung wieder gekauft. Eine Erstausrüstung. Nach 8 Jahren Werkzeug sammeln, musste ich mir eine Erstausrüstung kaufen. 8 Jahre Werkzeug. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Werte da drin lagen. Mindestens 6.000 Euro. Nur das Werkzeug. Plus nochmal knappe 4.000 Euro der Golf. Der Vater hatte den neuen Motor da. Der steht auf der Palette bei ihm zu Hause. Der sollte jetzt am Montag sollte der Wagen abgeholt werden, sollte zu einem Bekannten von ihm, der hat eine Autowerkstatt, gebrauchter Motor muss von der Fachwerkstatt, ich betreibe keine Fachwerkstatt, ne? Ich könnte, aber ich hab's nicht, ne? Wegen der Garantie muss das von der Fachwerkstatt eingebaut werden. Und der Transportstand, meine ganzen Autos sind ja hier, beziehungsweise sind jetzt ein bisschen verteilt, aber die wichtigsten sind hier. Und der Golf sollte jetzt am Montag abgeholt werden. Mein komplettes Werkzeug, Bekannten gefragt, kannst du mir die Sachen da ausräumen? Ja, er wollte Montag hinfahren. Glückwunsch. Unfassbar. Das Geile an der ganzen Sache ist, mich kontaktiert niemand, ne? Mich kontaktiert niemand. Morgens schickt mir Friederike eine WhatsApp, so von wegen Elbstraße 2, das ist doch da, wo du gewohnt hast, oder? Ich sag so, ja, Elbstraße 2 gibt's des Öfteren mal. Stiepelse, weiß der Teufel, hier an der Elbe lang ist ja alles Elbstraße und das fängt in jedem Dorf neu an, ne? Ja, und kurze Zeit später, ihr Freund ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, der ist angefragt worden um 3.30 Uhr und kurze Zeit später kam da wohl offensichtlich auf Instagram, kam das Foto von dem brennenden Golf und der brennenden Garage. Das, was ihr gerade gesehen habt. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe nichts mehr. Gar nichts. Ich kann nicht mal Autos programmieren. Ich kann nur Autos auslesen. Das Ding ist Gott sei Dank angekommen. Kostet auch ein Tausender, das andere. Das ist von Topdon. Gut, das war gesponsert. Das andere Ding habe ich gekauft. Ja, die Erstausrüstung hier war auch jetzt nicht billig. Oh, mal die Einkaufsliste ausklappen, den Bon. €493,52. Nur damit ich mir da eigenermaßen arbeiten kann. Die wichtigsten Sachen. Das sind die Sachen, die da jetzt vor euch liegen. Sagen wir mal 500 Euro, weil die Hämmer habe ich woanders gekauft.
Das sind nur die wichtigsten Sachen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel in 8 Jahren zusammengekommen ist. An Kosten. Ja, wollen wir mal auspacken. Jammern hilft nichts. Muss ja weitergehen. JMP ist die Hausmarke von meinem Zulieferer. Ich guck mal, ob ich diesen Kasten vielleicht mal bei Gelegenheit in einem eigenen Shop anbiete. Du willst doch wohl nicht abhauen. So, wieso habe ich den Satz gekauft? Weil die dabei sind. Ist überkomplett, ne? Wir haben Torx, wir haben die normalen Geschichten und vor allen Dingen haben wir sie in Wellen, nicht Sechskant. Ist dann etwas effektiver. Der Kollege hier ersetzt doch schon einiges, ist ein Bithalter. Für die Kollegen hier. Ja, mit dem kann man schon mal einiges anfangen. Ja. Das hat schon was. Gut. Erstausrüstung, Multimessgerät, habe ich gehabt mit Drehzahl, Schließwinkel, Drehzahl. Ich könnte so kotzen, ne? Was kommt davon, wenn man jeden Schwachsinnigen auf dem Hof rumrennen lässt? Zange hier, Zange da. Nochmal Zange. Hä? Ah ja, Zange. Die wichtigsten Geschichten. Dann, auch davon habe ich unendlich viele gehabt. Ja, braucht man ja auch immer mal. Ich weiß gar nicht, ob die magnetisch ist. Perfekt. Ja, ist aufladbar, mit Batterie mache ich nicht. Ein Ringgabelschlüsselsatz ist nett, aber zwei sind besser. Vor allen Dingen brauchst du ja auch noch was zum Kontern eventuell, ne? Wenn du mit einer Ratsche nicht drankommst. Jetzt das Ding aufkriegen würde, ne? Das wäre der Hit. Wenn ich gleich einen Ausraster kriege, schneide ich den raus. Den Satz hatte ich schon mal. Ihr erinnert euch vielleicht. Hm. Habe ich nie Ärger mit gehabt. Habe ich dann nochmal gekauft. Weil es so schön ist. Auch Schraubendreher hatte ich unendlich. Was so in 8 Jahren immer anfällt, ne? Wenn irgendwo Angebote sind, dann schlägt man natürlich zu. Ja, sind relativ gut. Habe ich auch schon lange gehabt, vorher. Mit der gehärteten Spitze. Und bis auf eine Größe runter, wo man auch mal eine Lüsterklemme mit loskriegt. Nochmal die kleinen Geschichten. Torx und Imbus. Ja, habe ich in dem Kasten auch nochmal, aber manchmal sind die einfach besser. Kabelbinde, auch Strapse genannt, und Zurgurte, die zeige ich auch später mal, wofür man die braucht. Ein neues Überbrückungskabel, weil mein Booster auch da drin war. Aber die Kabel habe ich noch, die man vorne dran steckt. Toll, ne? Auch ein Sponsorgerät. Der Liebling, Silikonspray. WD-40 natürlich. Waffenöl, Schraubensicherung. Ja, damit kannst du schon mal einiges anfangen. Und wie gesagt, das ist jetzt nur, wirklich nur das Nötigste, dass man nochmal was machen kann. Selbst Schlagschrauber habe ich nicht mehr.
Beziehungsweise ich habe noch einen Schlagschrauber, aber kein Ladegerät mehr. Lagen auch nur 3 Stück davon in der Werkstatt. Ja, mir platzt gerade so ein bisschen der Sack. So richtig. Aber wie gesagt, immerhin kann ich jetzt erstmal das Nötigste machen. Und ich muss ja, wenn ich unterwegs bin mit dem fertigen Landy, da brauche ich auch Werkzeug, ne? Kann ich schlecht ohne durch die Gegend fahren. Ja, schöne Sache. Gut, davon erstmal genug jetzt. Ja, dann lass uns mal das Kupplungspedal, den Zug einbauen. Die Kunst ist, ein Kupplungsseil zu kriegen für ein Auto, was noch nicht mal ein Kupplungspedal hat. Normalerweise. Der hier ist ja umgebaut auf normale Schaltung. Mit dem gleichen Getriebe. Ne? Gleiche Übersetzung. Und die haben, ich glaube, das Kupplungspedal vom 1.7 SDI genommen. Und das hier in die Welle noch eingefügt. Normalerweise fehlt das halt. Ja. So, den Zug vorne einhaken durch die Karosseriedurchführung, aber noch nicht spannen bitte, sonst kriegt ihr nicht ins Pedal nicht eingebaut. Der greift hier vorne rein. Der geht da hinten rein. Okay. Jo, bei der Gelegenheit, kleiner Zwischenstand. Alter Schwede, was ein Wort. Ja. Schon recht weit gekommen. Eine Kiste fehlt. Ist echt mich verrechnet. Da passen doch 4 drunter. Ja. Dahinter auch nochmal Stauraum. Hier nochmal Stauraum. Wenn die Kiste hier vorne anschlägt sozusagen, ist da hinten noch für Warndreieck, Verbandskasten, der Teufel weiß, Abschleppseil. Ja. Auch nochmal Platz. Ja. Mal gucken, dass ich die großen Winkel sollen jetzt hier praktisch rein. Na komm, zieh gerade hier. Danke. Ja, die großen Winkel kommen hier rein, um das Ganze hier hinten abzufedern. Natürlich nicht in der Entlüftung, sondern da. Dann da vorne nochmal. 2. Da vorne muss ich auch noch ausschneiden. 3, 4. Ja, 4 werden, denke ich, reichen. Die halten einiges aus. Gut. Okay, das ist so ein kleiner Zwischenstand. Ja, dauert nicht mehr lange. Ich habe festgestellt, ich kann die Batterie nicht unten hinbauen. Der Sitz schlägt da leider drauf auf. Das bedeutet, der legt mich auf. Die Tür einfach nicht auf. So. Der Sitz passt jetzt genau bis ans Ende der Platte. Aber wirklich sowas von genau. Ne? Und die Batterie passt nicht drunter. Schade. Wirklich schade. Ja. Aber ich werde mir mal gucken, dass ich hier irgendwie einen Winkel und ein Brett reinsetze, dass ich hier so ein kleines Fach habe. Ja. Entriegelt den Sitz hier. Ne? Der geht relativ leicht hoch. Feder unterstützt hier unten drin. So, ja, dann werde ich mal irgendwie, was weiß ich, einen Winkel da dran machen, ein Brett davor setzen, dass man hier hinter noch Sachen unterbringen kann, ne? Auf der ganzen Fläche, von rechts bis links hier. Dann haben wir schon mal wieder etwas Ärger weniger. Ja.
beziehungsweise ein Platzproblem mal wieder weniger. Lüftungskanal. Ja. Das passt schon mal. Also kann ich mir die Ausschneiderei kann ich mir sparen. Ja, hier hinten habe ich es ein bisschen verstärkt. Da hinten auf den Grundträger, da hinten kommt noch sowas hier. Ja. Die Lücke da, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich damit mache. Ich hatte eigentlich erwartet, ich könnte hier ein bisschen ausschneiden, da würde die Batterien passen. Leider nein. Also muss die Batterie hier hin. Dann muss ich die hier irgendwie befestigen. Ja. Hier kommt ja sowieso der Schrank hin. Ne? Also von daher machen wir halt vorne hinterm Fahrersitz die ganze Elektrik. Bedeutet Ladegerät etc. Kommt dann da drauf, ja. Ach ja, noch eine Neuigkeit. Das sind übrigens die Übeltäter hier. Ja, komm her. Du wirst gefilmt. Ja, jetzt kommen sie alle. Ja, alle. Bock. Hallo. Jetzt kommen die wirklich alle. Na du? Na ihr? Du bist ja hübsch. Ja, das ist aber gar nicht die Neuigkeit. Hier ist noch ein Sprossenträger von einem alten Geländewagen. Meinen Grundträger habe ich. Bedeutet, der kommt da drauf. Ja, das ist doch mal eine Ansage, das Teil, ne? Das hat was. Vorne Lampen dran. Solarplatte. Wenn ich die jemals kriegen sollte, die ist heute angekommen. Leider falsche Adresse. Ja. Jo, und vielleicht noch eine Dachbox. Man weiß es nicht. Sehr gut. Finde ich gut, das Ding. Ja, der beehrt mich auch wieder. Hier ist dann auch der Grundträger. Und die Sommerreifen sind vollständig anwesend. Ganz unten ist einer, hier ist einer. Das müsste drin liegen, glaube ich. Ja, da sind sie. Fehlen nur noch meine Felgen. Ja. Wie auch mein ganzes Werkzeug. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich zeige lieber keine. Ich zeige lieber keine wesentlichen Punkte des Grundstücks hier. Weil ich kann mir denken, wer das zu Hause mit der Garage war. Ist ja nichts. Kein großes Geheimnis, ehrlich gesagt. Ich meine, für die Polizei natürlich. Für die Polizei ist alles ein Geheimnis. Im Notfall ist es immer das Opfer selbst. Ne? Das ist. Der Besitzerin des Golf, haben sie gesagt, sie wollen feststellen, ob der Golf angefangen hat zu brennen. Mich haben die überhaupt nicht kontaktiert. Also quasi der Eigentümer all des Zeugs, was da drin verdammt nochmal verbrannt ist, interessiert die gar nicht. Ich sag ja, ihr habt mein Video gesehen, ne? Polizei eskaliert. Die können auch nur auf dem Land überleben. In der Stadt würden die wahrscheinlich von den eigenen Kollegen Prügel kriegen. Das ist Ermittlungsarbeit, die kein Mensch braucht. Die können gar nichts und das machen sie auch noch falsch. Das ist echt Aushilfe. Das ist wirklich Aushilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann mich darüber nur aufregen. Die finden nichts. Ne? Wenn denen nicht irgendein Tatverdächtiger in die Fresse springt, würden die keinen erwischen. Das ist oder der Typ ist dann komplett lattendoof. Und sagt dann selber, ja, ich war's. Vorher passiert da gar nichts. Ja, da ist das Problem. Ja.
Da ich mir aber, wie gesagt, denken kann, wer das war, nicht nur denken kann, es ist ziemlich sicher, wer das war, diejenigen können sich schon mal warm laufen. Das ist, bei sowas verstehe ich keinen Spaß. So gar nicht. Du kannst immer zu mir kommen, setz dich mit mir auseinander, kein Problem. Aber es gibt halt so Ratten auf diesem Planeten, die können sowas nicht. Ne? Kein Charakter, keine Eier, kein gar nichts. Ja. Und dann muss man eben Autos anzünden. Oder Garagen anzünden. Oder weiß der Teufel, hier rennt auch gerade einer rum, der zündet Wiesen an. Und Wälder. Oh Mann, ey. Wo bin ich hier eigentlich gelandet, ey? Unfassbar.